Wir machen heute ein 1 gegen 1 gegen Platz 1 der Welt in Brawl Stars. Viel Spaß. Creator Code Jo Jonas. Und damit sind wir hier in der Lobby mit Juan Carlos. Das, Junge, da sagst du krass, 116.500 Trophäen. Das ist komplett krank. Das ist mit Abstand das Höchste, was jemals erreicht wurde. Mehrere tausend Trophäen Vorsprung vor Platz 2. Schaut einmal hier kurz sein Profil an. Junge, 2000 Trophäen Spike. Sein lowster Brawler ist auf 1492. Oh mein Gott. Das ist krank, Junge. Das ist wirklich krank. Jo, Junge, Junge. 1500, Junge, der Spike. Wir müssen mal Spike inspielen lassen. Das hier ist die aktuelle weltweite Rangliste in Brawl Stars. Und hier die Top 10 haben schon 100.000 Trophäen. Und damit ist eigentlich ziemlich knapp. Ne? Die haben so ein paar 100 Trophäen höher. Hier ist auch einer der Weltmeister von früher in Brawl Stars dabei. Die Top 5 dann so 105.000. Dann 110.000. 112.000. Wir sehen hier Physik, Platz 2 aktuell Avex, 112.000. Und dann Platz 1 ist halt wirklich 116.000. 4.000 Trophäen Vorsprung. So krass ist der hier am Start. Das wollte ich gerade nochmal zeigen. Das ist komplett krank. Let's go. Wir starten mal mit Fang. Den hat er gerade auf 1506. Also nicht so hoch für ihn. Und damit starten wir rein. Auf geht's in das erste 1 gegen 1. Wir starten zuerst rein in Showdown, weil ich glaube auch das wird die meisten von euch interessieren. Und danach geht es direkt rein in Trophäenflucht. Jetzt hat mir der Bot direkt den Cube geklaut. Ich habe die Bots extra angemacht. Warum? Damit es ein bisschen spannender vielleicht ist. Und gerade für Showdown und Trophäenflucht ist es natürlich deutlich spannender, wenn wir hier auch richtige Gegner haben. Man ist keine Sorge, die anderen Modi werden wir natürlich hier ohne Bots spielen. Das müsste eigentlich passen, sehr gut. Lass die Stelle eigentlich direkt holen. Lass sie direkt holen, dann haben wir hier schon direkt den dritten Cube. Okay, ganz wichtig hier auf jeden Fall nicht an den Bots zu sterben. Das wäre nämlich ziemlich peinlich. Oh, hier, das ist ein Hank einfach. Okay. Hätten wir vielleicht eigentlich in die Mitte gehen. Ui, Dark müssen wir echt aufpassen. Die haben ja Dark extremst krass gebufft. Hat einfach die Ulti auf uns geworfen. Junge, was ist das denn? Sehr gut. Und damit sind wir Showdown. Damit sind wir Showdown. 5 Cubes hier am Start. Ich denke, es ist ein bisschen cooler, als es hier. Oh, jetzt steckt er sich hier. Oh, ich kann mir, glaube ich, den Cube sogar... Nein, der ist bei ihm gedroppt. Das kann nicht sein. Der ist irgendwie ganz random bei ihm gedroppt. Das hätte genauso gut auch auf meiner Seite sein können. Aber vielleicht wusste er das ja irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich muss mir jetzt eigentlich auch die andere Kiste geben. Das ist ein bisschen dumm gelaufen. Oh je. Ich hoffe, ich blamier mich nicht. Ziel für heute auf jeden Fall, mindestens einmal zu gewinnen. Ich weiß auch nicht, inwiefern er irgendwie, in welchem Modus am besten ist natürlich. Ich schätze mal in Showdown wahrscheinlich eher weniger. Das war ja nicht mal so gut. Oder was heißt, es war nicht so gut? Es war gut für uns auf jeden Fall, dass wir hier vorbeigekommen sind. Oh je, Junge. Er hat halt direkt die nächste Uhr. Ich habe gleich meinen Hypercharge sogar. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Irgendwie so Stück für Stück habe ich den ganz gut aufgeladen. Ja, es wird schon schwierig. Also die erste Runde ist schon mal sehr spannend. Ich versuche ein bisschen wegzulaufen. Ah, ich hab's da so. Er hat der Hypercharge aktiviert. Aber damit 1-0, geile erste Runde. Und wir gehen direkt rein in Trophäenflucht. Auf geht's. Okay, ich darf mir wieder den Brawler aussuchen. Ich habe mich tatsächlich hier... Junge, jetzt finde ich ihn nicht. Ich habe mich tatsächlich für Leon entschieden. Da sehen wir, ich hätte schon Rang 30 auf jeden Fall. Also ist auch nicht so schlecht. Aber gut, wird ihn jetzt wahrscheinlich eher weniger beeindrucken. Wir nehmen mal das Gadget hier. Und schauen mal ganz kurz, wie hoch er mit dem Brawler ist. Leon aktuell auf 1552. Damit einer seiner höchsten Brawler. Okay, krass. Damit geht es rein in das zweite Battle. Es wird absolut... Absolut spannend werden hier gegen Juan Carlos. Übrigens, Juan Carlos hat auch, soweit ich weiß, YouTube oder zumindest einen Kanal auf jeden Fall. Das heißt, er ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt. Lasst ihm unbedingt ein Abo da. Und lasst natürlich auch gerne auf meinem Kanal ein Abo da. Ich will dieses Jahr, oh je, da ist jemand, die 1 Million Abonnenten erreichen. Und wir sind auf einem super Weg. Also gerne abonnieren, wenn ihr nicht zu Brawl Stars verpassen wollt. Was ist genau da? Was ist das? Ich muss ehrlich sagen, Trophäenflucht ist super random, ne? Ich muss auch ganz auf den Modus, ich muss erstmal auf den Modus so ein bisschen klarkommen. Jetzt ist schon Zeit für die Flucht. Okay, also man muss halt eine gewisse Anzahl an Kills machen, dann kann man sich halt wegporten. Imagine, er würde sich jetzt einfach wegporten. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen random. Ich denke, wieder eher nicht machen. Ja, ist auch echt ein bisschen random. Man kann zumindest schon mal sehen, wer halt jetzt hier die meisten Trophäen in der Zeit schon mal gesammelt hat. Ist er das? Es ist, oh, es ist er wirklich. Er hat mehr Trophäen, als er hat keine Cubes. Aber ich habe jetzt hier sogar, ich habe auch nicht so viele Cubes, merke ich gerade. Er könnte den Teleport, geht mit den Teleport? Er hat mehr Trophäen, theoretisch. Okay, nee, geht hier nicht rein. Ich wollte gerade sagen, es wäre jetzt ein bisschen lost gewesen, wenn er jetzt den Teleport genommen hätte. Er hat jetzt Angst, hier schon die Ulti. Macht aber nicht. Das habe ich so relativ gut gedodged bekommen, sage ich ehrlich. Ich bleibe jetzt erstmal im Busch. Ich will erstmal... Achso, nee, stopp mal ganz kurz. Alle Bots sind schon raus. Ich wollte gerade sagen, wir versuchen erstmal, noch einen weiteren Bot rauszunehmen. Es gibt aber keinen Bot mehr. Ist halt schwierig. Oh, da ist noch ein weiterer Bot. Ich hole die Kiste. Ich weiß, es ist ein bisschen riskant. Ich hoffe, er ist nicht genau dort. Durch Zufall. Geht er jetzt auf den Teleport und portet sich weg? Nee, nee, nee. Okay, ich wollte schon sagen. Der Port ist aktiviert, oder wie? Das ist jetzt sein Plan. Ich hab, es ist halt ein bisschen random auch natürlich, aber ich dachte, mit Trophäenflucht muss auf jeden Fall auch rein. Dann würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt rein. Der muss doch jetzt eigentlich dort sein, oder ist ein Trick?
Das gibt's nicht. Junge, er hat mich so hops genommen damit. Jetzt habe ich mich rangeschlichen mit der Ulti. Kacke. Jetzt ist meine Ulti weg. Das kann nicht wahr sein. Und die Zeit... Jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt habe ich ihn gesehen. Ich muss einfach nur schneller sein als er jetzt. Ich weiß, dass er da oben ist. Junge, er läuft schon mal die ganze Zeit in die Richtung. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe die ganze Zeit... Drück den Knopf... Ja, jetzt ist er da. Ich habe die ganze Zeit den Knopf auf Auto-Aim. Ich sehe ihn. Er mich nicht. Was ist das denn? Er läuft. Nein, wo ist er hin? Da ist er. Da ist er, hat sich unsichtbar gemacht. Oh mein Gott, ich hab ihn fast, ich hab ihn fast. Ihr müsst wissen, Leon ist mein Nummer 1 Brawler. Shit. Leon ist mein Lieblings-Brawler. Ich hab ihn fast bekommen. Aber nur fast. Komm. Nee. Ey, es war super knapp. Es ist seine Ulti. Jetzt sein Hypercharge schon fast. Oh mein Gott. Irgendwie die zweite Runde auch sehr intens direkt. Problem ist halt, mit dem Hypercharge kann er mich halt im 1 gegen 1 echt ganz gutes rausnehmen, ne, wahrscheinlich. Aber mal schauen. Jetzt kann ich mich halt immer so ein bisschen im Busch verstecken, ist das so der Plan? Die Zeit läuft gleich ab. Nee, also ich gehe dann schon nochmal rein am Ende. Keine Sorge, ist das erst. Wahrscheinlich jetzt sagen, es checken, dass ich jetzt halt versuche ranzukommen. Komm jetzt! Ja, war klar, dass dann halt... Let's go. Ich hab den Kill, den ich wollte. Mit Leon. Geil. Okay, ich darf alle Brawler entscheiden. Das heißt, wir gehen mit dem Klassiker, der, glaube ich, sehr viele interessiert. Und zwar Mortis in Brawl Ball. Ist eigentlich kein guter Pick. Aber sehr viele haben vor allem früher Mortis in Brawl Ball gespielt. Wir machen mal hier Schild und so weiter. Wir schauen mal, wie hoch sein Mortis ist. Mortis ist auch ein ziemlicher Skill-Brawler, bin ich mal sehr gespannt. 1506 Trophäen bei ihm. Ich hab vergessen, die Bots auszumachen. RIP. Wir spielen die Runde mal trotzdem einfach. Ich weiß nicht, ob er das jetzt checkt. Ja, also ich weiß nicht, ob er das jetzt gecheckt. Das ist jetzt halt... Ja, ich mache jetzt einfach das Tor. Ich sage ihm, dass es... Ich glaube, er spielt es gerade sogar richtig. Ich habe gleich sogar richtig gescored gerade. Aber das ist natürlich jetzt super random. Das war natürlich jetzt nicht der Plan. Ja, Digga. Der wird sich auch denken, Junge, was will dieser komische YouTuber da? Der kann das doch jetzt nicht ernst machen. Ich erkläre ihm das gleich nochmal. So, ich weiß nicht, ob er richtig gespielt hat. Jetzt aber, weil natürlich kann man nicht in... Kann man kein 1 vs 1 machen mit Bots im Team. Das ist ja, er hat sich gerade auch, er meinte gerade auch schon, ob ich das ernst meine. Also er hat geschrieben, mach die Bots aus. Also irgendwie, oh, lol, Sekunde mal. Nein, das kann nicht sein, Junge. Ich dachte, ich hätte ihn. Ich habe ihn ja so viel besser auch gehittet, aber, oh, jetzt muss ich aufpassen. Okay, ich bin den Ball jetzt zu mir, keine Ahnung, was das ist, war. Schau mal, ich muss das Gadget nutzen, ich habe das Gadget vergessen. Ah, okay. Das ist echt lost. Komm, ich frage ihn mal, ob er so nett ist, dass es noch eine weitere Brawler-Runde gibt. Digga. Okay. Und tatsächlich dürfen wir noch eine Runde machen, weil die gerade so schnell ging. Ich denke gerade, Brawler auch super spannend für 1 gegen 1. Deswegen direkt hinterher. Hier gegen ihn. Auf geht's. Maisie. Ach du Scheiße, das ist runtergefallen. Oh Gott, war das erschreckend gerade. Das ist der Koffer runtergefallen. Der Rucksack runtergefallen. Ich habe mich gerade so erschrocken. Das habe ich mich hier nicht rausbringen lassen. Du hast wahrscheinlich nicht mal gehört, weil das Mikro nicht so gut aus der Entfernung aufnimmt, aber. Das... Oh Gott, alles gut, alles gut. Wir haben den Ball ist halt zu ihm gespielt. Das war nicht schlau. Mann, ich war mit Maisie eigentlich... Gut, das heißt, ich war gut. Ich denke, gegen ihn halt im 1 gegen 1 wird es logischerweise sehr schwierig. Aber ich meine, ich habe schon einen Kill, damit schon mal einen mehr als... einen Win. Einen mehr, als ich jetzt hier gedacht hätte. Ich wollte gerade sagen... Oh je. Oh, was? Oh mein, ich bin fast gekillt damit. War ein Versuch wert. Ich hab's probiert, aber ist okay. Ich war kurz konzentriert. Ist okay. Damit hier in Brawl Ball leider beide Games verloren. Wir gehen weiter in den nächsten Spielmodus. War irgendwas vielleicht mit der offenen Map? Es geht weiter mit Piper. 1559 Trophäen. Oh Gott, ja. Sein zweithöchster Brawler. Piper finde ich immer sehr spannend. Ich habe gerade erst tatsächlich Piper, stimmt, auf 1000 Trophäen gepusht. Ja, deutlich weniger als er, aber auch solide, denke ich. Wir machen Snipe Gadget. Let's go. Und damit geht es los. Übrigens, Juan Carlos kommt aus Mexiko an der Stelle. Auch ganz interessant zu wissen. Hat er mir zumindest gesagt. Also auch hier wieder aus Südamerika. Oder gilt Mexiko zu Mittelamerika? Ich weiß es gerade gar nicht. Egal. Okay, Knockout wird auch... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe den ersten Hit getroffen. Mexiko kann auch zu Mittelamerika gelten, wollte ich noch sagen. Egal. Ich bin ein bisschen abgelenkt. Oh je, ich rede irgendwelchen Bullshit. Ach kacke, jetzt bin ich gestorben. Das ist ja Knockout. Ich habe 2 Hits als erster getroffen. Egal, ich habe gleich mal die Ulti. Also Knockout kann ja auch extrem schnell jetzt gehen. Das war richtig mies. Ich dachte schon, ich bin raus. Ich dachte schon, ich bin richtig raus mit dem Hit. Jetzt wird er mich immer wieder... Junge, er macht das aber auch... Wie konnte er mich von dort treffen? Da waren doch locker noch 2 Wände hinten dran, aber egal. Ich will jetzt auch mal diesen Trick probieren. Passt auf.
Nein! Oh, das war's, das war's. Das ist der Ausgleich vom Schaden. Also Knockout. Egal, Knockout geht ja immer schnell. Knockout geht schnell. Ist okay. Nehme ich hin. Schade. Okay, weil es gerade so schnell geht, gehen wir jetzt in Eliminierung. Offene Map. Gerade eben haben wir echt wenig sehen können. Ich habe sogar ein paar Hits getroffen und halt danach verkackt, aber egal. Cold habe ich mir gedacht. Cold immer sehr interessant. Wir machen mal... Ich weiß gar nicht, welches Gadget besser ist. Ich mach mal Nachladegadget. Ich mach Schild, Munition mache ich. Und er hat Cold auf 1045 Trophäen. Alle Brawler bei ihm sind auf 1500. Spike müssen wir noch machen. Stimmt, Spike müssen wir auch noch einbauen. Sein 2000er. Mal gespannt. Und damit geht es los. 1 vs 1 in Eliminierung. Die Runde kann nicht so schnell gehen, weil man ja 10 Kills machen muss, was mir sehr gut gefällt. Ich sag ehrlich, mit Piper habe ich gerade die Runde einfach zu schnell verloren. Das ärgert mich auch ein bisschen. Aber es passiert. Was soll man machen? Okay. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier so enden wird. Also Cold ist so der Skill-Brawler schlechthin, müsst ihr wissen. Vor allem auch, was das Aiming angeht. Oh! Ich sag ehrlich, ich war relativ nah dran am Kill, oder? Also ich war nicht so weit entfernt, glaube ich. Ich meine, es waren irgendwie so zwei Kanonenkugeln, die mir noch gefehlt haben. Okay, macht das gut. Ich schock hier beide Büsche aus. Ich hab ihn richtig gut erwischt. Ich hab ihn richtig, richtig gut erwischt. Ich hab ihn einfach bekommen. Das ist crazy. 1:1 damit. Ich bin eigentlich echt kein guter Cold-Spieler, um ehrlich zu sein. Kann auch einfach sein, ne, wenn man einmal halt eine gute Salve erwischt mit Cold, wie jetzt in dem Fall, war halt fast direkt down, ne. Der macht hier einen insane Schaden direkt mit einer Kanonenkugel, das muss ich aufpassen. Oh, hoho. Komm, ich versuche ihn so ein bisschen... Jetzt war es dumm von mir, jetzt kann er mich easy wegholten, bestimmt. Oh, okay. Ah, okay, hat er aufgemacht, ist natürlich auch. Gott. Ja, da gut getroffen, hat er gut getroffen. Egal, 2:1, ich kann auch gewinnen, ich kann auch gewinnen. Die Runde ist tatsächlich offener, als ich dachte. Und ich meine, ich habe auch immerhin schon einmal gewonnen heute. Mein Ziel ist vielleicht noch ein zweites Mal zu gewinnen. Und vielleicht auch noch ein paar Kills gegen ihn zu machen. Jetzt ist halt schwierig, weil das Problem ist halt jetzt, dass er mich halt zurückhalten kann. Das ist halt immer eklig, ne? Und ulten! Ja, das habe ich auch gedacht. Ey, es war knapp, es war knapp. Aber immerhin habe ich schon mal einen Kill. Einen Kill mehr als letzte Runde. Und jetzt hier. Gut predicted. Oh nein. Ey, es war so knapp. Ey, das ist auch ein Hypercharge, by the way. Oh, es sieht aber sehr, sehr aggressiv hier. Krass. Ich hätte fast noch verkackt. Ich versuche uns hier zu predikten. Oh, getroffen habe ich eine Kugel zumindest. Ich muss aufpassen, ich muss healen. Nee, ich muss jetzt hier die Wand schnell. Oh nein, er hat mich genau weggesniped. Ich bin so schlecht. Das war so unnötig. Jetzt macht er alles auf. Oh, jetzt will er es aber wissen. Ich hätte halt theoretisch auch Hypercharge. Ich will uns den Hypercharge auf jeden Fall aufheben, wenn ich dann die Ulti hätte. Oh mein Gott, 2:3. Ich habe jetzt Hypercharge und Ulti. Das ist gut. Wir lassen mal ein bisschen hier reinkommen. Ist auch nicht zu weit nach hinten. Komm jetzt. Komm. Ich muss ihn halt nur irgendwie treffen jetzt. Ich treffe ihn halt mit dem Hypercharge nicht. Das ist halt so bad. Das ist halt. Immerhin trifft er mich jetzt auch nicht, aber jetzt trifft er mich. Mann, es war vielleicht zu vorhersehbar, dass ich da den Hypercharge einsetzen würde. Und mir noch den Pin macht. Oh je, jetzt werde ich mal richtig rausgenommen. Oh, Junge, jetzt auch mit der Ulti. Die ist aber auch breit. Ich habe ihn immerhin zweimal rausgenommen. Okay. Oha, was? Ist aber gut getroffen. Ich sag ehrlich, 3:5. Man weiß natürlich nicht, wie gut er mit Cold ist, ne? Geht das natürlich auch verschieden mit dem Brawler. Das ist auch nicht so sein Main-Brawler, aber ist schon krass gewesen, oder? Guck mal, ich hab ihn jetzt fast nochmal. Oh mein Gott. Ey, das war jetzt wirklich nur, weil ich gierig den Kill noch wollte, weil die Zeit fast vorbei war. 3 Kills! 3 Kills! Das ist krass, 6:3. Ich bin wirklich zufrieden, vor allem für Cold. Bin mal gespannt, wer das Spike noch spielen wird. Basketball. Ich dachte mir einfach mal, keine Ahnung, Cordelius, habe ich mir jetzt überlegt. Ich weiß jetzt nicht, was ihr jetzt da gern sehen würdet, auch an Brawlern. Ich dachte mir, Cordelius ist auch ein sehr beliebter Brawler allgemein. Ja, Cordelius ist schon geil. Ist auch ein legendärer. Gadget machen wir so, +1, Damage. Und Bio hat eher Cordelius. Ich denke, er wird das übel muss das Basketball spielen. Der ist ja gerade erst wieder reingekommen, der Modus. 1506. Das ist jetzt safe kein Modus sein, mit dem er rechnen kann. Oder was heißt rechnen kann? Ich habe ihm gesagt, dass wir alle Modi spielen, aber den halt kennt. Auf geht's. Wird ein bisschen random werden, sage ich ehrlich. Tut mir leid. Aber für die Unterhaltung natürlich, hier muss jeder Modus sein. Und Basketball gehört auch dazu seit neuestem wieder. Duelle ist dafür raus, ne? Was ich auch ein bisschen schade finde. Ich weiß auch gar nicht, wie spiele ich überhaupt Basketball. Ich kenne mich jetzt auch nicht so aus. Weil letztendlich, man muss eigentlich nur das 1 gegen 1 gewinnen und halt den Korb treffen, ne? Oha! Oh mein Gott, Sekunde. Ich darf den Ball jetzt nicht verkacken. Er wird gleich respawnen. Ich muss es irgendwie in 3er machen. Komm. Oh mein Gott, ich hab die Chance genutzt. Ich habe 3 Punkte gemacht. Ja, er kann die Ulti jetzt nutzen. Ich muss aufpassen. Er hat das Jump Gadget. Das andere. Das ist sehr gut. Bei 5 Punkten ist schon vorbei. Wenn ich jetzt einen 3er mache, ist vorbei. Nee, wenn ich einen 2er mache, ist vorbei.
Das ist gar nicht mehr so schlecht jetzt hier. Ja, Trink habe ich jetzt schon gut zurück. Jetzt werde ich bestimmt auch einen Dreier machen. Das ist das Ding. Ja, da dann schon. Da hat er mich gut zurückgedrängt. Egal, 3 zu 3. Basketball ist irgendwie cool. Oh, ich habe den Ball jetzt. Das ist ganz cool dafür. So. Ich habe ihn sogar getroffen. Ich versuche ihn hier so ein bisschen zu dodgen. Ah, so halbwegs ist es mir auch gelungen. Jetzt hat Angst mehr Leben. Jetzt hat er mehr Leben. Das ist nicht so gut. Ah, das war ein schlechtes Gadget. Das soll es gewesen sein. Ich habe es probiert. Irgendwie, wie er noch den Jump macht. Aber er trifft die Körbe echt gut dafür, dass Basketball neu drin ist. Keine Ahnung, ob er den früher gepusht hat. Aber okay. Ehrlich gesagt, wieder solide. Hab auch einen Korb gemacht, auch einen Kill gemacht. Muss mich jetzt nicht verstecken. Okay, weiter geht's mit Tresorraub. So, da habe ich mich jetzt für Colette entschieden. Vor allem wegen dem Hypercharge. Extrem interessant. Bin ich mal gespannt. Und damit geht es los. Das Interessante bei Colette ist nämlich vor allem, dass sie diesen unfassbar starken Hypercharge im 1 gegen 1 auf den Tresor hat. Das heißt, das ist auch wirklich jetzt hier ein Brawler, der eben auch in Tresorraub gepickt wird. Und dementsprechend bin ich halt mal super gespannt, wie er den jetzt hier auch spielen wird. Wir haben schon mal den ersten Hit. Die Ulti wird halt super entscheidend sein. Gut, am Ende. Wir sind 1 gegen 1, jetzt natürlich vor allem drauf ankommen, wer jetzt hier wen rausnehmen kann. Ich vergesse, es gibt auch das Heal-Gadget, aber ja, wenn ich jetzt hier die Ulti schon mal aufladen könnte, wäre eh ganz geil. Also was ihr schon mal gut seht, ich lasse mich, glaube ich, zu leicht zurückdrängen. Ja. Also das ist allgemein im E-Sport, sage ich auch mal, oder halt auch auf höherem Niveau halt sehr, sehr entscheidend einfach, ne. Dass man natürlich einfach, haben wir mal fast getroffen immerhin. Ah, nicht ganz. Dass man sich halt echt nicht so leicht zurückdrängen lässt. Das muss ich ehrlich sagen, gelingt mir noch nicht so sehr. Mal schauen, ich muss halt die Ulti jetzt hier so einsetzen, das gefällt mir jetzt nicht so. Oh nein, er hat auch einen Hypercharge bekommen, aber wieso? Ich hatte ihn doch eigentlich... Ich bin zu sehr gefeedet, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt auch einen Hypercharge, das Ding ist, ich darf jetzt auf gar keinen Fall halt die Ulti oder den Hypercharge halt irgendwie so einsetzen, dass... Ja, die nächste Ulti, das kann doch nicht wahr sein. Ich muss jetzt so reingehen. Jetzt habe ich auch noch einen Schuss gemisst. Nein, ich habe gerade Hypercharge gedrückt. Ich dachte, ich krieg ihn. Wie werde ich so hops genommen jetzt wieder? Ich will jetzt halt auch die Ulti nicht wasten, weil ich muss die ja für den Tresor auch nutzen. Ah, okay, da habe ich jetzt ein bisschen predicted zumindest, dass er das setzen würde. Okay, jetzt gehe ich rein. Komm, irgendwie. Ja, weiß halt nicht, ne? Eine Ult mal drauf bekommen. Besser als keine Ult. Ich habe noch ganz gute Hit. Also was er halt wirklich so viel besser macht, ist einfach, dass er dieses Positioning gut rausbekommt, ne? Also er bekommt es irgendwie einfach hin. Ah, der nächste Hypercharge, das war's. Er bekommt es irgendwie einfach hin, die Position so viel besser zu halten. Ich habe mir auch am Anfang getroffen. Ich hätte die Position nicht so aufgeben dürfen. Das kriegen die Pros einfach viel besser hin. Da bin ich noch schlecht. Okay, es ist ein bisschen random. Ich habe mich jetzt für Sprout entschieden. Warum Sprout? Ich will mal diesen Hypercharge sehen. Ich bin echt mal sehr gespannt auf den Hypercharge. Das Ding ist, der kann ja Schaden mit der Wand machen. Will ich einfach mal sehen, was das so kann bei Hypercharge. 1551 Trophäen. Das ist tatsächlich Sinn. Junge, er ist ganz weit oben dabei, hat seinen besten Brawler, ne? Ja gut, er hat viele so hoch. Und ich muss ehrlich sagen, bisher bin ich eigentlich wirklich ziemlich zufrieden. Ich meine, ich habe auch mit Colt 3 Kills rausgeholt, ich habe mit Leon sogar gewonnen. Und ja gut, ansonsten. Hab ich auch ein Tor rausbekommen in Brawler? Ja gut, stimmt, das war ja, das galt ja nicht, das war ja mit random Teammates. Mit Bots als Teammates. Jetzt hier wieder, mir sieht es halt so ein bisschen. Mein Problem ist halt einfach... Oh, das war so knapp. Ich hätte ihn fast gehabt, ne? Dieser eine Schuss, wenn ich den halt treffen würde. Schade, Mann. Aber was man wieder gesehen hat, ich habe mich so leicht zurückdrängen lassen. Junge, jetzt kommt der hier mit irgendwelchen Wänden, Alter. Was ist das denn jetzt? Ich hoffe, ich will jetzt auch seinen Hypercharge nicht so schnell kriegen. Ich darf mich jetzt echt nicht hitten lassen. Ich darf mich jetzt wirklich, wirklich nicht hitten lassen. Also ich will wieder die Next... Ah, das Gadget genommen. Probierst du dodgen. Wieso? Wie hat er 4000 Schaden mit einem Schuss gemacht? Das kann doch nicht sein. Wie hat er 2 Wände bekommen? Ist das möglich? Wie kann er 2 Wände gerade bekommen? Jetzt bin ich irgendwie noch gerade verwirrt, dass er 2 Wände bekommen hat. Egal. Und ich muss... Ich setze doch noch den Hypercharge. Jetzt können wir wenigstens einmal den Hypercharge sehen, vielleicht. Komm. Oh mein Gott. Das darf ich halt nicht rangehen, sonst kriege ich Schaden an dieser Wand. Ich darf auch nicht in der Nähe stehen. Also, er hat mich ja anders auseinandergenommen mit Sprout. Ich bin ja nicht einmal reingekommen. Hotzone ist vorbei. Wir machen weiter. Okay, jetzt glaube ich, der vorletzte Bonus. In der letzten Runde will ich unbedingt Spike nehmen. Und zwar Juwelenjagd ist es dann, glaube ich. Jetzt nochmal hier Dings. Andersrum. Letzte Runde ist Kopfgeldjagd. Jetzt nochmal Juwelenjagd. Vielleicht nochmal irgendwie einen coolen Legendären oder so. Ich habe mich jetzt mal für Bass entschieden. Einfach, weil ich den Hypercharge schon mal sehen will. Hat einen neuen Hypercharge. Soll sehr krass sein. Damage. Shield, würde ich sagen. So. Ja, so, wobei das vielleicht, ja, so, wechseln. Okay, wir schauen nach, sein Bass ist aktuell auf, wo ist er denn? 1500, also einer seiner schlechteren Brawler damit. Und damit gehen wir rein. Okay, bei Spike ist auch vor allem das Spannende, man kann ja auch Curveball dodgen, also
dieser Star Power ausweichen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie gut er das drauf hat. Kann ich persönlich eigentlich so gut wie gar nicht. Lass uns mal schauen. Bitte direkt das Gadget nehmen. Oh, er macht's wirklich. Sag mal sowas. Bin ich jetzt dumm gewesen dafür, das zu machen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, oder? Ich hätte nicht angreifen dürfen. Ah, es war ein großer Fehler. Ich hoffe, wir kriegen wenigstens einmal den Hypercharge raus. Jetzt wird's halt eklig. Das kann er mich halt wahrscheinlich stunnen, ne? Ja, wobei, es geht sogar. Das kann ich ihn stunnen vielleicht sogar, hä? Schaut mal kurz. Das kann ich zurückstunnen. Ich hab ihn! Ich glaube, er hat sich verschätzt jetzt hier sogar. Okay, wir gehen zurück und sichern erstmal den CD-Spot. Er wird uns jetzt hier nicht sehen. Digga, ich bin dreimal nicht in den Busch reingelaufen. Chillig. Er wird es eh wissen, dass ich dort bin. Ich muss jetzt hier aufpassen. Ich werde jetzt meinen Hypercharge hier aufladen. Das ist der Plan. Hat er auch. Okay, natürlich ist schwierig. Mein Plan war eigentlich, den Hypercharge aufzuladen und damit auszuschalten irgendwie. Komm, ich muss einfach der Schnellere sein. Nein! Nein. Egal, ich habe die Gems. Alles gut. Er hat sich gerade über die Wand an mich rangedingst. Das habt ihr jetzt gesehen? Er ist erst in die untere Wand und dann direkt an die obere mit dem Gadget. Das war wieder so ein... geiler Pro-Play hier. Ich fasse es nicht. Jetzt bist du aber bodenlos hier. Was macht er mit mir? Das kann nicht sein. Ich darf jetzt auch nicht reingehen, das ist das Problem. Ja, GG's. Ey, krass, aber ich habe ihn einmal rausbekommen. Da war ich einmal schneller, aber ansonsten... Aber der Play mit dem doppelten Dings war sehr stark. Erst die Ulti und dann direkt das Gadget genutzt und damit rangedasht. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Super schlau. Und damit ist es soweit. Der letzte Modus ist Juwelenjagd. Das muss ich kurz einmal schauen. Sahnetorte? Nee, geht relativ offen vielleicht. Ich schaue gerade mal, was es so gibt. Nein. Ah, ich glaube, die noch Shootings, hey, die sieht doch fast identisch aus. Tja, und dann, wie gesagt, wähle ich jetzt Spike aus. Den habe ich gerade erst auch mit dem neuen Cartoon-Spike-Skin auf 1000 Trophäen gepusht. Wir nehmen einmal den Kaktus auf jeden Fall rein. Ich würde trotzdem Damage und Schild nehmen, hätte ich fast gesagt. Und sein Spike ist, wie gesagt, aktuell auf 2015 Trophäen. Damit ist er weltweit, will ich kurz wissen, auf welchem Platz mit Spike? Platz 1? Ja, er ist weltweit mit 500 Trophäen Vorsprung Platz 1 mit Spike. Er ist sogar im Club namens Spike, hä? Der Club heißt einfach Spike, Junge. Wie geil ist das denn bitte? Also scheinbar sein bester Brawler. Deswegen habe ich ihn jetzt gewählt. Extra für ihn. Ich hoffe, er ist begeistert. Ich freue mich auch schon auf den Dünger-Spike-Skin, wenn er rauskommt. Ich hätte lieber Kack-Spike genannt, den neuen Skin. Der kommt ja wahrscheinlich zum 1. April raus. Jetzt bin ich super gespannt, wie er den spielen wird. Er muss eigentlich wahrscheinlich Curveball easy dodgen, wenn er Platz 1 erwählt mit Spike ist, oder? Wobei, er muss ja nicht unbedingt gut gegen den Brawler sein. Er ist ja nur gut mit dem Brawler. Okay, also... Oh, ich habe ihn sogar einmal getroffen schon. Gut, aber vielleicht ist es auch sein Plan, weil er... Junge, wie läuft er bitte? Wie es auch noch aussieht mit dem Gadget. Ich habe ihn schon ein bisschen getroffen. Sekunde, aber ich könnte ihn kriegen vielleicht. Ich könnte ihn wirklich kriegen. Ich habe ihn bekommen! Ich habe den Booster! Ich habe ihn wirklich bekommen. Oh mein Gott. Geil, hä? Nicht vergessen, nur weil er halt gut mit Spike ist, heißt es natürlich nicht, wollte ich sagen, dass er eben auch gut gegen andere Spikes ist. Er muss den Brawler an sich ja nur gut können. Jetzt hat er hier schon mal die Ulti. Ich will jetzt auch nicht zu viel weglaufen. Ich will jetzt hier schon ins offene Feld gehen. Oh mein Gott, Sekunde. Ah, ich hätte ihn fast mal getroffen. Ah, jetzt treffe ich ihn nicht mehr. Zielt er hier. Ulti, ich habe ihn getroffen, oder? Ja, absolut. Oh mein Gott, ich habe ihn, jetzt habe ich... Ist so knapp. Oh, fast. Muss aufpassen. Muss ich verstecken jetzt. Oh, was, Junge, wie er mich wegprediktet hat, Mann. Jetzt hat er den Booster. Ah, ich habe ihn auch einmal getroffen. Oh, geht. Ah, jetzt hat er mich wieder gut getroffen. Ja, ist schwierig jetzt wieder. Muss aufpassen. Darf es auf gar keinen Fall halt... Genau, sehr gut. Er darf es auf gar keinen Fall zu sehr healen. Das ist okay. Nochmal getroffen. Komm. Dann plus 1 Gadget? Hab ich kein plus 1 Gadget drin? Wahrscheinlich nicht. Es spinnt sich jetzt noch, oder was? Was ist das denn jetzt? Ulti kommt dann... Nein, aber es spinnt sich nicht. Alles gut. Ich dachte schon. Wenn ich ihn killen würde, hätte ich Blues. Da habe ich gewonnen. Wenn ich ihn irgendwie killen könnte, dann ist auch Hypercharge. Ja, dort ist wieder gut. Wäre Hypercharge eingesetzt. Muss ich aufpassen. Ich hätte auch Hypercharge jetzt. Schau mal, wenn ich ihn kille. Kann ich ihn mal killen vielleicht? Ja! Es reicht trotzdem nicht. Aber er wusste, dass es wahrscheinlich nicht reicht. Ey, aber es hat mega Bock gemacht.
wie traurig mein Spike ist. Es war so ein geiles 1 vs 1. Spaß gehabt auf jeden Fall. Geil. Wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr mich kostenlos im Shop supporten mit Creator-Code Jojonas. Gerne alle 7 Tage neu eintragen. Und ansonsten schaut gerne vorbei auf jojonas.shop für meine eigene Handyhülle. Da könnt ihr euren Namen und eure Spieler-ID eintragen. Und ansonsten haut rein, lasst gerne ein Abo da für mehr Brawl Stars. Danke für den krassen Support aktuell. Und ich versuche weiterhin für euch viele krasse solche Videos auszubringen. Danke.